Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen PC-Tipp, Tipps und Tricks Video. Heute geht es um Schriftarten in Windows 10. Einerseits darum, wie man Schriftarten findet und auch wie man Schriftarten installiert, wenn man mal etwas ein bisschen Exotisches braucht als Arial oder irgend sonst etwas. Hat Windows ja eigentlich schon selber eine recht grosse Auswahl, also beispielsweise im Word oder auch im Photoshop, wenn ihr das Programm habt, findet ihr schon diverse Sachen, aber wenn ihr mal etwas Spezielles braucht, findet ihr das natürlich im Internet oder eben auch an verschiedenen anderen Quellen und um die soll es heute gehen. Im Internet möchte ich jetzt nicht für eine konkrete Webseite irgendwie Werbung machen, wenn ihr bei Google eingehend Schriftarten Windows 10 herunterladen, dann werdet ihr selber auf die Webseite stoßen. Das überlasse ich euch. Ich zeige euch jetzt die, wo man das sonst noch so findet und auch, wie man das installiert. Windows 10 hat nämlich für das ein eigenes Menü mittlerweile. Ihr drückt auf die Windows-Taste und dann auf den Buchstaben I. Dann kommen wir nämlich schon mal in die Windows-Einstellungen. Ihr drückt dann hier auf Personalisierung. Da rechts und dann findet ihr das Menü Schriftarten da. Und dann seht ihr, ich bin da schon ein bisschen aktiv gewesen, Sachen wie irgendwie Amsterdam Graffiti oder Attack Graffiti, die findet man jetzt nicht unbedingt im Standard Windows Font Auswahl, sondern die sind aus dem Internet. Wenn ihr aber jetzt irgendwie im Internet, keine Ahnung, keine befriedigende Website findet oder euch das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht zutrauen oder das nicht zahlen oder wie auch immer, gibt es in diesem Menü hier auch noch die Möglichkeit, hier drauf zu klicken, auf dieses weitere Schriftarten aus dem Microsoft Store abrufen. Wenn ihr hier drauf klickt, geht bei Seite Microsoft Store auf und dann seht ihr, dass Windows selber, respektive Microsoft selber, euch noch zusätzliche Schriftarten zum Download anbietet. Die meisten davon sind gratis, ein paar kosten eine kleine Gebühr. Kommt darauf an, wie gut sie euch gefällt oder ob ihr willens sind, etwas dafür zu zahlen. Und da müsst ihr im Prinzip einfach nur, wenn ihr findet, ja okay, das ist jetzt eine schöne Schriftart, die will ich jetzt, dann könnt ihr eigentlich einfach nur draufklicken und dann hier entweder kaufen oder, wenn sie gratis ist, wie zum Beispiel die hier, einfach nur herunterladen und dann wird das für euch erledigt und dann findet ihr die in eurem Windows 10 wieder. Und das Schöne ist dann eben, ich zeige euch das kurz, ihr findet die nachher eben wirklich systemübergreifend. Also ihr findet die nicht, ihr findet die zum Beispiel jetzt hier im Word. Ich zeige euch jetzt das hier, ihr habt vorher gesehen, Amsterdam Graffiti, das findet ihr hier. Ihr findet aber das auch im Photoshop oder in irgendwelchen anderen Programmen, wo irgendetwas mit Schreiben zu tun haben. Wenn ihr jetzt aber im Internet eine Schriftart findet, was euch gefällt und was ihr haben wollt. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorgesorgt. Falschen Ordner, pardon. Da sind wir richtig. Und zwar habe ich jetzt hier im Internet mal irgendeine so eine random Schrift abgeladen, die heisst jetzt Jack Silver. Dann haben wir hier die OpenType Schriftarten-Datei und ihr könnt einerseits einfach nur einen Doppelklick darauf ausführen, dann wird sie installiert. Ihr könnt aber eben auch in dem Menü, das ich euch jetzt hier gezeigt habe, das so packen und die hier überziehen, Drag and Drop, zum Installieren. Und ich habe sie jetzt natürlich schon installiert, die Meldung wird jetzt nicht kommen, aber im Prinzip drückt ihr dann einfach auf Ja und dann ist sie installiert. Und dann findet ihr dann die eben auch in den systemweiten Programmen und könnt die benutzen. Genau. Das ist schon wieder gesehen. Ich hoffe, ihr habt das sinnvoll gefunden und nützlich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit vielen crazy lustigen Schriftarten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.